So Leute, weiter geht's hier am Shooten für M4G. Sonntag ist der Release. Paul, unser Fotograf hier. Zack. Und natürlich wird nach dem Shooting, Leute, natürlich gelivestreamt. Werd nicht vergessen, Kiste schon angeschmissen hier. Chef, das ist auch am Start. Also nach dem Shooting gibt es wieder einen fetten Stream. Ich sag euch Bescheid. Guck mal, Leute, wir nutzen einfach meine Umgebung fürs Shooting. Das ist so geil. Richtig cool. Sieht richtig, richtig geile Bilder werden das, Jungs und Mädels da draußen. Unser Livestream verschiebt sich noch ein bisschen. Skylar und ich sind jetzt hier alleine am Mario Kart zocken. Aber Papa hatte die Idee. Ich hatte die Idee. Und ich hab ja gesagt. Ja, ich will auch ein bisschen was mit Skylar hier ein bisschen unternehmen. Und ja, guck mal. Wir gehen jetzt hier rein, Leute. Let's go. Ich möchte die Decke. Paul, die Decke zu holen? Ja. Aha. Da ist doch neben dir. Kleines Mario Kart-Stündchen hier mit Tochter. Skylar ist gerade Dritter geworden. Ja? Richtig gut, sie ist Dritter geworden, verstehst du das? Ich war mal Erster. Ja, aber dann warst du wieder verkackt. Du hast ja richtig Gas gegeben, ne? Ich war auch schon mal Erster. Das stimmt, du warst auch schon mal Erster. Wie viermal? Das weiß ich nicht mehr. Ich war doch zweimal. Und Baumarkt hatten sie, oder was? Ja, wir haben gedacht, Schaum, das ist das Einzige, was wir haben. Und gucken. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt, Danilo? Ich baue jetzt ein bisschen meine Fenster bei dir. Mhm. Nur die Fenster? Ja, das fällt ein bisschen auf. Das ist so Fikelinsche Arbeit, ne? Machst du nur? Wie bitte? Was für eine Arbeit? Fikelinsch. Fikelinsch. Ja. Ah ja. Was ist denn bitte sehr Fikelinsch? Ja. Also, Figrane. Danilo, soll ich dir mal zeigen, wie weit ich springen kann? Aus Augen, Gehoven, was? Soll ich dir mal zeigen, wie weit ich von hier... Damals, als wir auf dem Spielplatz war oder so, da hast du anders nachgeahmt. Ihr werdet lachen, mein erstes Handy. Das war so ein Klopper. Und hinten, guck mal, da musste ich sie hinten reinschieben. Ah, dieser Ton, wer kennt den noch? Weißt du, wer kennt noch diesen Ton? Devolution, okay, guck mal. Ah, ja. Endlich, meine lieben Bootser, wir sind live. Ich hatte eben noch Besuch. M4G steht auch schon bereit. Intro läuft auch schon. Die ersten tanzen im Chat an. Swiped ab und wir sehen uns im Stream. Bevor ich das vergesse, Leute, ja, wir sind auch live jetzt. Neues Video für euch online. Und zwar, wie wir durch die Gegend fahren und über oder circa 1000 Masken verschenken, Leute. Richtig geiles Video. Swiped ab und sehr coole Menschen begegnet. So, Leute, let's go in den Store. Alle Masken greifen und dann wird verteilt. Die auch, oder was? Krass. Sondern ihr könnt sie waschen auf 60 Grad. Wollt ihr Masken haben? Weil nächste Woche Maskenpflicht. Nächste Woche Pflicht, Masken. Ja. Hier schenke ich dir. Schenk? Ja, Familie, alles. Dankeschön. Kein Problem. Moin Männer, ist alles gut oder was? Ja, nimm mehr. Familie, Mutter, Dings. Sonst müsst ihr nächste Woche ein Fuffi zahlen.
Und da hier gerade 1 Million Fragen reinkommen, wo ich die Maske gekauft habe oder was ich dafür bezahlt habe. Die Maske kostet kein Geld. Ist von der Firma Smilodox. Wenn ihr da was kauft, dann bekommt ihr die kostenlos dazu. Ja, jetzt die erste Story mal mit Maske. Passend dazu gibt es jetzt gerade bei Smilodox zu jeder Bestellung, egal ob ihr bei Smilodox, Foods Best oder Neosubs bestellt, es gibt auch keinen Mindestbestellwert, eine Schutzmaske gratis dazu. Richtig coole Aktion, gerade in der Zeit, die wir jetzt haben, dass Maskenpflicht so langsam in den Bundesländern eingeführt wird. Und ja, Leute, gerade beim Einkaufen oder wenn ihr gerade sowieso U-Bahn fahrt, schützt euch und schützt